Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind heute in der Nähe von Rosenheim. Wir sind bei der Firma Tick Performance. Thomas und ich haben uns kennengelernt auf dem Gripdreh. Ich durfte euren GTR Pro Bastard fahren. Jo. Extrem, erste Sache extrem. Thomas, extrem cooler Typ, werdet ihr in dem Video merken. Wirklich, kann Geschichten erzählen, unglaublich. Wir haben schon eine Stunde hier hinter uns. Eigentlich hätten wir die Kamera durchlaufen lassen, war vielleicht auch ganz gut, dass sie nicht durchgelaufen ist. Besser so. So, aber es wird auf jeden Fall gut. Wird auf jeden Fall gut. Und dazu kommt, was ich am meisten feiere, ist, dass jedes Auto hier eigentlich einen Namen immer bekommt, ne? Ja. Und auch Namen, wo ich niemals drauf kommen würde. Also wirklich, das ist so irgendwie so ein Markenzeichen für Tick, dass die Autos alle immer Namen haben. Und optisch immer viel dran gemacht. Aber, das ist das Coole, eigentlich geht es gar nicht um die Optik, sondern schon um die Performance. Richtig, die Performance steht immer im Vordergrund. Wir bemühen uns, dass jedes Teil eine Funktion hat. Und wenn es dann fertig konstruiert ist, dann setze ich mich hin und denke mir so, es muss aber auch irgendwie schön gehen. Mhm. Es muss ja nicht wie hingelottert. Das ist so eine Passion von mir, ich mache das gern, ich lebe dafür, stehe dafür. Und da gebe ich mir besonders große Mühe und der Erfolg gibt mir auch ein bisschen recht dabei. Wie lange machst du das schon? 15 Jahre. Aber die Anfangszeiten waren einfach am Wörthersee mit den GTIs. Da komme ich her, das sind meine Wurzeln und damit fing eigentlich alles an. Mhm. Klar, damals als Bub waren GTI eh schon schwer vom Finanziellen, aber damit fing alles an. Was war dein Lieblings-GTI? Mein Lieblings-GTI war tatsächlich mein 2er 16V. War Best of Show, irgendwann mal Ende 80. Ja. Schwarz, BBS RS-Räder. Mäusekino, Clarion-Turm, die Recaro-Stühle drin, genau in schwarz, Hartmann-Auspuffanlage. Wir haben die Kiste 8000 drehen lassen und war einfach mega geil. Ja. Kann man sich gar nicht vorstellen, dass es dann von der Richtung aus dann zu solchen krassen Kisten halt geht, ne? Ja, liegt aber daran, ich habe bei Mercedes gelernt. Mhm. Ich habe als junger Mensch schon Berührung gehabt mit Affalterbach. Mhm. Ja. Ich habe in der Gegend dort eine Zeit lang leben müssen. Kompliziert wie vieles in meinem Leben, aber es war so. Und das hat mich nicht mehr losgelassen. Mhm. Also nach den GTIs kam ein Toyota MR2. Dafür habe ich mich auch mein ganzes Leben geschämt und krieche da auch zu Kreuze für. Ja. Und dann kam noch ein Corrado und ab dann war wirklich Mercedes an. Mercedes. Ja, wirklich komplett. Also E-Klasse, 320 oder 324V und später 320 ET. Also alles in die Richtung. Was ist dein Traum-Mercedes? Der Flexibles. Das wäre die nächste Frage gewesen. Welcher Mercedes ist für dich der beste Mercedes? Aber dann wirst du wahrscheinlich auch der sagen. Nein. Nicht? Okay. Nein. Okay, also Traum-Mercedes, der Black Series, der ist ganz neu. Ja, der ist ganz neu. Der ist aber deswegen Traum, weil ich habe ja mit dem Bastard, bin ich weg von Schwarz mal hin auf Silber, weil ich sagte, du jetzt Linien und jeder meckert rum, weil Lucifer war schwarz, viele Autos waren schwarz. Die Triple X, die ZR1 war weiß, da hatte ich mich satt gesehen. Ja. Jetzt ist aber wieder schwarz, es sind meine Farben, es ist ein Performance-Auto, aber meiner Meinung nach viel zu teuer. Es ist das Geld nicht wert, weil ich glaube einfach, wenn du dir einen GTR komplett umbaust, sparst du dir 100.000 und bist nur unwesentlich langsamer, wenn du es fahren kannst. Ja. Somit, ich würde jetzt sagen, für die Zwecke, für die wir die Autos benutzen, würde ich lieber einen GTR richtig gerade mir scharf dafür machen. Scharf machen und damit richtig krass Trackdays fahren. Das finde ich schon fast ein bisschen zu schade. Einfach so, es ist unfassbar viel Geld. Aber es sieht doch unfassbar geil aus. Dankeschön. Also ich bin eigentlich nicht so der Farbenfolge und auffällige Autos, aber so wie das Ding hier steht, muss man schon wirklich sagen, ich glaube auch nicht, dass das im Video so rüberkommt. Aber es sieht wirklich irgendwie aus wie schon fast wie ein Rennauto, wie ein GT-Auto, wo man aber durch dieses Schwarz irgendwie wieder ein Straßenauto rausholt. Ne? Ja, ich bin sehr verwurzelt mit diesem Race-Look, nennen wir es mal so. Ja, also in meiner Kindheit, ich habe mit 13 angefangen Formel 1 zu gucken, in einer Zeit, wo der 312 T2 vom Niki Lauda einfach das geilste Auto war, danach der Lotus. Viele Formen und Farben haben mich und mein Leben geprägt und es spiegelt sich in gewisser Form auch wieder in unseren Autos aus. Wenn du als Tuner, schwieriges Wort, ja, aber wenn du dich hervorheben willst und auffallen willst, dann musst du ja auch besonders sein. Und das ist auch der Grund wegen dem Namen, weil ich kann das Ding jetzt TRXY 900 nennen. Ja, das ist dann geil, aber das ist übermorgen vergessen.
Ja. Aber wenn der Black Sozist, ja, wenn wir so ein Shirt anziehen, ja, und du kommst irgendwo hin und der war in der Presse und hat eine gute Rundenzeit abgeliefert, das merkt sich irgendwie jeder. Ja, klar. Es ist ja auch immer gleich ein Titel, weißt du? Und so ein Name ist für Titel halt immer perfekt. Du, pass auf, die einen sagen, das passt zu dem Spieler mit den langen Haaren. Die anderen sagen, wow, das ist genau das, was der Spieler mit den langen Haaren richtig macht. Verstehst du? So, du triffst sie schon irgendwie alle, ja? Und auch Kritik ist ja in Ordnung, muss ja nicht jedem gefallen. Ja, aber so alleine schon so das Design, auch so mit den Augen, die so ein bisschen wie die Scheinwerfer aussehen, das ist schon krass. Okay, wir könnten jetzt natürlich in diesem Video viele Sachen machen. Alleine schon Black Series mit normalen Vergleichen wollen wir alles aber gar nicht unbedingt, sondern es geht heute erstmal wirklich primär darum, was macht ihr? Haben wir geklärt, Performance für die Rennstrecke. Das heißt, die Autos müssen funktionieren, müssen fahren, müssen schnell sein. Ja. Die werden auch alle von dir immer gefahren? Die werden alle von mir gefahren. Ich habe tatsächlich das Glück, oder sagen wir mal so, ich habe das Pech, dass ich als junger Mensch niemanden gefunden habe, der mir Geld gegeben hat oder Mitleid hatte, dass er mich in irgendein Rennauto setzt. Ich bin aber tatsächlich auch ein bisschen VLN gefahren und auch mal ein 24-Stunden-Rennen und auch gar nicht so schlecht. Als alter Knochen, ich bin jetzt 58 Jahre alt, bist du sicherlich nicht mehr der Allerschnellste, natürlich nicht. Aber für die Trackdays und für die Szene immer noch flott genug. Mhm. Und entscheidend ist, ich sitze 40 Jahre hinterm Lenkrad und kann viele Dinge erfüllen. Ich weiß, dass ich ein Fahrwerk gut einstellen kann, Setup rausfahren kann. Und das ist die Stärke auch von dem, was wir hier anbieten. Das heißt, ich könnte mir auch vorstellen, dadurch, dass du Autos selber fährst und spürst, bringt dir das auch so ein bisschen die Ideen, was du daran ändern musst, damit es auch besser wird. Absolut. Genau das ist die Basis. Also wir haben ja, als wir mit den Corvetten angefangen haben, haben wir in Amerika zum Beispiel Uniballs gekauft. Dann bin ich nach Hockenheim und dann waren die nach drei Turns waren drei Uniball kaputt. Mhm. Und am nächsten Wochenende waren noch drei kaputt. Und dann habe ich wieder neue gekauft, bis mein Bruder gefragt hat, ob ich noch ganz dicht bin. Weil wir machen ja sowas. Und er sagt, jetzt setze ich doch hin, wir konstruieren das um, machen das fertig. Und siehe da, es hat top funktioniert. Wir nehmen deutsches Uniball-Lager, machen die Hülsen, passen das an und zack, hast du ein gutes Produkt. Angenommen, wir nehmen so eine Corvette. Ja. Was fährt die serienmäßig auf der Nordschleife? Ich weiß die Zeiten von der Nordschleife nicht so genau. Wir sind da nicht. Oder ganz, irgendeine Strecke, die, ja, wo also, die Zeiten am besten kennst. Für uns ist Hockenheim immer maßgeblich. So eine Z06 auf Cup ZP-Reifen auf neuen kriegt, ich sag jetzt mal mit einem guten Fahrer, eine hohe 53 hin. Mhm. Sagen wir mal eine 1,53. Mhm. Wenn wir nur das Fahrwerk verändern, wobei bei der Corvette ist es nicht ganz so einfach, weil du musst es in der ersten Runde schaffen, weil in der zweiten fällt dir die Bremse durch. Mhm. Ja, dem Auto ist auch alles gemacht. Also der ist da, da ist viel gemacht. An dem Auto ist alles gemacht, bis auf die Sitze, die ist ein bisschen eingebuddelt. Mhm. Aber tatsächlich ist auch hier jetzt schon mehr gemacht. Aber hier müssen wir zwei Dinge dazu sagen. Wird auch benutzt. Ja, richtig. Also 1,53? Genau. Serie. So, jetzt hat der Straßenreifen, mit den Straßenreifen fährst du keine 1,53. Dann bedeutet das schon wieder bei einem guten Fahrer eher eine 55, 56. Mhm. Ja. Und bei den Corvetten, da gibt es halt ein paar Baustellen oder Punkte. Dritte Runde überhitzt das Auto. Mhm. Bei einem geübten Fahrer. Mhm. Also kalt, out of box, wenn die Reifen schon irgendwie warm sind oder vorgewärmt, so gesehen. Ein nicht geübter Fahrer übt das Ding nicht? Also der geübte Fahrer nimmt den so viel mehr? Der ungeübte Fahrer braucht einfach länger. Ah. Ja, aber wenn ich in Hockenheim 2 Minuten fahre mit so einem Auto, dann bin ich einfach weit von allem irgendwie weg. So, jetzt kannst du aber theoretisch die Corvette bei 6 einschalten. Dann ziehst du das Überhitzen ziemlich weit hinaus, weil die letzten 400-500 Umdrehungen sind das eigentliche Problem. Die Bremse, ein gut geübter Fahrer, die ersten 2 Runden, sagen wir mal, kriegt er hin. Und wenn du dann Semi-Cup 2 oder ZP drauf hast, dann ist nur durch unser Fahrwerk 3 Sekunden wirklich out of box ist der Gap. Das muss man dazu sagen. Thomas betreibt nicht nur Performance, sondern die ganzen Teile, da kommen wir später drauf, fertigt die auch alle. Das ist eigentlich euer Hauptbusiness. Das ist unser Hauptbusiness, ja. Haufenweise Alu, Frästeile und so weiter, das seht ihr im Laufe des Videos noch. Ja. Müssen wir uns aber merken bei dem Punkt Fahrwerk, weil ich habe es schon gesehen, das müssen wir auf jeden Fall zeigen. Ja. 1,53 Fahrwerk, wie geht es dann weiter? Was muss als nächstes gemacht werden? Im Grunde genommen, jetzt wenn wir schon an der Corvette hängen bleiben, sage ich immer zu den Leuten, geht und fahrt mit euren Fahrzeugen und wenn ihr dann Probleme habt, meldet euch wieder. Weil diese Geschichte mit dem Kühlsystem hier vorne, das hat für ziemlich viel Unruhe und Theater gesorgt. Kühlsystem muss man dazu sagen, das haben wir noch gar nicht gesagt, ihr baut auch wirklich gute Carbon-Teile. Ja.
So, also das ist nicht hier irgendwas so, sondern wirklich richtig Formteile, die passen und eine Funktion haben. Also hier gibt es ein paar wunderschöne Details. Zum Beispiel hier kommen Exzenterschrauben rein. Und bei diesen großen, bei diesen breiten Reifen, 3,35 hinten, 2,85 vorne, wenn die heiß werden, wir fahren G-Werte 1,5, 1,6 G, teilweise in der Spitze, wenn da ein Curb-Curbs oder wenn irgendwo ein Banking ist, auch in der, im Peak höher, dann haben sich die Schrauben verstellt. Das heißt, du fährst zum Track, kommst nach Hause und dann fährt das Ding wie ein nasser Schuhkarton. Lenkrad steht schräg. Alles, wirklich, es verstellt sich. Wir haben dann quasi den Camber-Kit entwickelt, wo eine Verzahnung drin ist. Es kann sich nicht mehr verstellen. Vorher bricht ein Rad ab. Ja. Das heißt, diese Scheibe, die ihr hier seht, richtig, die hat einzelne Raster, wo sie quasi exzentrisch sich dann reinstellt. Genau, die passt genau in diese Ausfräsung, wo normalerweise die Ellipse drin ist, ja, die Exzenterschraube. Und da kannst du dann wunderbar, wenn das ist zwar in der Ersteinstellung mehr Arbeit, aber wenn es dann gemacht ist, dann hast du diese Sorgen nicht mehr. Und von der Verstellung her reicht das auch aus, dass es nicht mehr ganz stufenlos ist, sondern diese kleinen Klicks reichen. Ja, wir können hier quasi bis zu einem Grad verstellen. Also sagen wir mal, wenn wir jetzt sagen zwischen 1,30 und 2,30 und wenn nicht, dann kannst du oben über Unterlegscheiben das nochmal ändern, also dass der Wischbrunnen weiter rauskommt und dann musst du es halt wieder zurückdrehen, kein Problem. Erste Frage, die mich wirklich immer interessiert, bei so einem Auto mit Heckantrieb, was ist für die Rennstrecke wichtiger, die Vorderachse oder die Hinterachse? Nee, es ist alles wichtig. Das eine kann ohne dem anderen nicht, aber es ist natürlich so, dass die Hinterachse, über die Hinterachse treibst du das Auto ja an und du fährst es, das muss dir die Sicherheit geben. Untersteuern wirst du immer leichter irgendwie kompensieren können. Wir versuchen das aber wirklich so zu machen, dass es neutral ist und dass wir einen großen Grenzbereich haben. Aber wenn du nur die Wahl hättest, Uniball vorne oder hinten, dann würdest du sagen, eher hinten. Nö, ich würde beides machen. Ich kann das nicht lösen. Alles andere ist halt nur ein Kompromiss. Ja, das also ist, alles ist irgendwie Murks, weil dann kann ich auch sein lassen, so ungefähr. Weil hier sieht man es nämlich nochmal umso besser mit der Verstellung. Da kann man noch ein bisschen besser, cooler reinfilmen. Ich finde ja auch so eloxierte Aluteile einfach immer geil. Das machen wir aus mehreren Gründen. Zum einen ist es für den, der es kopiert, nicht so einfach, weil es ist ein Mehraufwand. Uns kostet das ein Eurochen mehr, ist aber jetzt kein Aufwand. Ja, auch hier siehst du die Spurstangen. Wir müssen die Spurstangen verändern, weil viele machen die Autos über die Drehschrauben runter, dann sind aber die Spurstangen zu kurz. Das ist eigentlich ein schwieriges Thema. Okay, so, ich widme mir eigentlich mal, jetzt haben wir bestimmt 20 Minuten voll, aber eigentlich nehmen wir mal das Auto, der ist vom Stand her so wie den ich gefahren war ungefähr. Ja, der ist vom Stand so wie der, den du gefahren bist, nur mit einem Unterschied. Es ist kein Pro. Also die Basis ist kein Pro. Bis auf die Front ist aber alles, was der Pro hat, dran, lediglich das Dach und die Frontmaske nicht. Ja. Wobei meine persönliche Meinung ist, das kann ich aber nicht beweisen, ich hatte ja vor dem Pro einen schwarzen GTR. Meiner Meinung nach ist die Pro-Front schlechter. Also in Verbindung mit unserem Frontsplitter finde ich, dass die Pro-Front gefühlt eher Auftrieb produziert oder schlechter im Wind steht. Also ich glaube, dass der normale GTR da besser aufgestellt ist. So ist aber nur so eine Bauchgefühl. Ja, so ein Bauchgefühl ist nicht so ganz perfekt. Aber der heißt Rebell. Der heißt Rebell, ja. Auch wieder Name. Ja, genau. Wie kommst du auf diesen ganzen Namen? Aber so morgens aufstehen und sagen, ach heute. Nee, nicht so ganz, sondern wie erkläre ich das? Wie sage ich das? Also bei der Triple X war es so, da habe ich mir extrem Gedanken gemacht, was soll das denn? Ja, Triple X ist ein bekannter Film und dann wäre es ja nur eine Kopie gewesen. Triple X, warum Triple X einmal Straße, Autobahn und Rennstrecke besser als das Serienprodukt? Deswegen, dann war es halt Spielereien im Logo. Erst war es so ein 3X so ein bisschen auseinandergezogen und später fiel mir eine 3 oben hin. Und weil das quasi unser erstes, echtes, großes Projekt war, mit dem wir so ein bisschen bekannt wurden. Wir haben ja am Rekordtag quasi den Walter Röhrl mit dem 918er geschlagen. Habe ich mir das Ding tatsächlich hier auf den Ärmel tätowiert. Geil. Also das Triple X habe ich mir hier auf den Arm tätowiert, das ist ja da oben auch. Ich habe sonst keine Tattoos und das hätte ich vielleicht auch sein lassen, aber genau, da hatte ich einfach Bock drauf. So.
Und bei den anderen... Immer wäre gewesen, wenn die Haare abgeschnitten hätte, ja, hätte ich keiner mehr erkannt. Das wäre natürlich kacke, du, und dann wäre die Frau noch weggelaufen oder sowas. Das ist ja dann, ja, der Hund guckt mich nicht mehr an, das kann ich nicht trinken. Also, ich habe das mit denen ohne Haare schon probiert, das war eine einsame Zeit für mich, ja, und keiner wollte mit mir zu tun haben, also habe ich gedacht, komm, lass mal wieder wachsen. Bevor der jetzt gleich zum TÜV fährt, wo du gerade TÜV sagst, so Sachen wie Fronten und so, ist das bei euch auch alles mit TÜV? Das ist alles mit TÜV. Wir haben, wir gehen vielleicht mal zu dem hier, das ist vielleicht ein bisschen entspannender. Weil es ja heutzutage halt auch immer ein wichtiger Punkt ist. Genau, wir haben für diese Front, oder du kannst auch gerne die nehmen oder die da drüben, wir haben dafür ein Teilegutachten, wir haben für die Motorhaube ein Teilegutachten, wir haben für die Fahrwerke Teilegutachten, für unsere Felgen und unsere Räder haben wir ein Teilegutachten, das gleiche gilt für den AMG GTR. Hat gestern war der Kollege da, die Palette wird immer weiter und weiter ausgebaut. Die Eingangsfrage war ja 1,53 Hockenheim. Ja. Wenn ihr fertig seid mit dem Auto, so wie es hier steht, was fährst du dann? 1,47. Auf einem gleichen Reifen, beides auf dem gleichen Reifen. Es gibt nur den einen Reifen, beziehungsweise mittlerweile gibt es den Reifen nicht mehr. Ich muss aber dazu sagen, diese 47 fahren wir dann aber auch schon mit 800 PS. Mhm. Also nicht mehr mit Serienleistung, weil dann fehlt dem Auto der Kram dafür. Ja? Mhm. Dann ist aber auch Flügel gemacht, Aero gemacht, Fahrwerk gemacht, Bremse gemacht. Das ist so das, wo wir hinkommen. Es sind ja nur 6 Sekunden, aber 6 Sekunden auf Rennstrecke sind einfach mal Welten, ne? Das ist halt einfach sehr viel, ja. Und jeder, der sich nicht auskennt, sagt, das Ding muss doch 10 Sekunden schneller fahren. Nein, das muss es nicht, weil, schau her, wir sind in Hockenheim gefahren, 1,45,1 ist der Christian Gebhardt gefahren. Das war am 12. oder 20. Februar, Strecke grün, bitterkalt. Ja, es ist überhaupt noch niemand gefahren davor. Wir hatten im Grunde genommen den zweiten Satz Cup R drauf, den ersten bin ich gefahren und dann der Christian auf den gebrauchten und dann die 9. Wir sind uns sicher, dass dort an einem guten Apriltag auch eine 44 tief stehen kann. Und ey, wenn wir da tatsächlich hinkommen, dann bewegen wir uns einfach in dem Rahmen. Mit dem Rebell, also schon so mit, ja, dem, ja, mit dem gemacht. Rebell, ja, ja, natürlich. Was fährt sowas Serie? Also ein GTR? Ich weiß, der Christian Gebhardt hat gemeint, dass er mit einem Pro 48.0 gefahren ist. Allerdings gibt es kein Video davon. So, jetzt, vielleicht hat er es ja vergessen. Kann auch 49 sein. Ich würde sagen, serienmäßiger GTR auf normalen Cup 2 Reifen fährt mit einem guten Kutscher 53. Black Series, gibt es da schon was zu? Der fährt in Hockenheim 43.3, sind sie ja gefahren. Und Target ist, dass wir das unterbieten. Also ganz klar darauf arbeiten wir. Was denkst du, warum denn Black Series schneller ist? Also welcher Punkt ist am entscheidendsten? Er hat mehr Aero. Also wir werden, deswegen war der TÜV gestern da, wir werden auch einen doppelstöckigen Heckflügel machen, wir werden unseren erweitern. Und was bei dem Auto sehr gut ist, unten drunter haben sie viel gemacht mit Abluft und mit Gardinen. Ja. Unser Auto hat dafür mehr PS, mehr Leistung. Und wenn wir das umgesetzt bekommen, im Rebell ist ein Fünffach-Fahrwerk jetzt drin, also wirklich von einem GT3-Rennauto. Hinten noch die Zweifach, vorne die Fünffach, weil die Zweifach habe ich jetzt nochmal eingeschickt, um Setup ein bisschen zu ändern. Bin mir aber ziemlich sicher, dass wir dort an einem guten Tag echt nah an den Blackie ranfahren können. Mit nah meine ich jetzt, sagen wir mal, in Fenster unter einer Sekunde, ohne jetzt genau zu wissen, wo. Das heißt, TÜV ist für euch definitiv immer noch ein großes Thema? Das ist für uns mit das wichtigste Thema, ist tatsächlich jetzt, die Corvetten sind ja Einzel- oder Kleinserien, da geht das deutlich einfacher, aber bei Mercedes wird es umso wichtiger irgendwie und wir merken auch, was es für ein gutes und krasses Verkaufsargument ist. Ja. Also es gibt am Markt niemanden, der Vergleichbares mit TÜV anbietet. Mhm. Es gibt ein paar, die bauen halt irgendwelche Teile von Rennautos dran, kann man machen. Ist halt nur die Frage in der heutigen Zeit, wie lange geht das gut, wann passiert was, lass auf der Nordschleife im Touri-Verkehr einfach mal 10 auseinanderkrachen und 2 sterben dabei, dann hat definitiv irgendeiner, der Zeugs dran hat, was da nicht hingehört, ein echtes Problem. Und genauso wie wir eigentlich immer weiter weg davon gehen, laut zu sein. Mhm. Wir versuchen, leise zu sein, erstmal, weil wir uns nirgendwo fahren lässt. Ja, wenn du meistens ist 98 Dezibel, die AMGs, auch wenn du ohne Ottopartikelfilter, gibt ja ein paar ausländische Autos, ja, oder die Vormopf, auf der Rennstrecke übersteigt gar keiner den Geräuschpegel. Und das finden wir auch ziemlich cool, weil nur Krach ist halt,
Ja, du, wenn die Zeit das nicht mehr hergibt, dann muss man Abstand nehmen. Krach ist nicht gleich Performance. Nee, genau. Und es ist ja auch nicht alles, was laut ist, schön. Ja, ja. Also wir wissen auch von diversen Sportwagentreffen, da fahren ja Aventador rum und haben Straightpipes hinten raus, ja. Das sind 150 Dezibel, das ist einmal geil. Aber du, nach dem dritten Mal schaue ich mich im Hotel um, ob ich nicht von der Terrasse einen Blumentopf werfen kann. Ganz einfach. Ja, und das meine ich wirklich toten Ernst, nachts um 1:30. Ja, ja, klar. Ja, also von daher, ja. Okay, so, jetzt kommen wir zu diesem Auto. Ich muss als allererstes sagen, fährt wirklich krass. Also, so wie du sagtest, mein erster Eindruck, bin jetzt wirklich nicht so der Rennfahrer, der damals extrem viele Autos schon gefahren war. Es fährt extrem sicher. Ja. So, man würde jetzt denken, du meintest auch vorher noch, passt ein bisschen auf mit Spur und Sturz und so weiter. Ne? Aber eigentlich ist das Ding so safe gefahren, auch vom Feedback her und vom Gefühl her, wie das so einlenkt und so. Für mich als Laien. Der Profi wird jetzt wahrscheinlich nochmal sagen, du, da war noch alles Reifen kalt, falscher Luftdruck, weiß der Geier so ungefähr. Ne? Mhm. Aber selbst einfach nur für jemand, der so ein Auto nimmt, sich reinsetzt und einfach ein bisschen Rennstrecke fahren will. Das rührt daher, ich bin jetzt, im Oktober werden es 40 Jahre auf der Straße. Und ich habe es ja vorhin eingangs schon mal erwähnt, ich habe bei Mercedes gelernt, habe dann echt viele Jahre auf dem Bock gesessen und war dann Wirt, ja, also so klassische Taugenichtskarriere, ja, und habe dann auch noch die Kurve gekriegt. Nein, Spaß. Und ich bin mein ganzes Leben hinterm Lenkrad. Und ich habe bis vor 15 Jahren einen Haufen Geld für Tuning ausgegeben. Das war teilweise schön und nicht gut. Es war teilweise gut und nicht schön. Es war selten beides. Und es war immer in irgendeine Richtung speziell. Bei uns ist es insofern schwierig, wenn ich dem Auto vorne über 3 Grad Sturz gebe, dann kann ich nicht zum Kunden sagen, ja, jetzt schau mal, ob du Darmstadt-Frankfurt nachts irgendeinen Trottel findest, den du dann hinterherjagen kannst, bis der Tank leer ist, weil du fährst dir deine Reifen einfach kaputt. Ja? Also irgendeinen Kompromiss musst du eingehen oder vor jedem Track dir das Auto umstellen lassen. Aber ich kann die Autos eben so einstellen, dass der, sagen wir mal, sagt, ich will nur Pässe fahren, sagt, wow, geil. Und ich kann auch im Regen mit Semis rumfahren, ohne dass ich mich unter eine Brücke stellen muss und muss Ave Maria dreimal runterleiern, bis es aufhört. Ja, also die Autos sind tatsächlich sicher zu fahren und das ist so diese Grundprämisse. Ja. Und nicht jeder, der zu uns kommt, möchte jetzt die letzten 3 Zehntel finden, sondern der möchte einfach, dass seine Bremse mal einen Turn lang funktioniert, dass das Auto nicht in irgendwelche Notprogramme läuft, ja, dass er lenken, bremsen kann mit seinen Kumpels, bisschen rumeiern und wir alten Knochen, wir sind doch sowieso nach 5-6 Runden am Arsch und müssen Pause machen und doof rumlabern und prahlen, wie schnell wir alle sind. Ja, also da geht es auch um Freizeit, um Vergnügen, um Spaß, um Genugtuung. Ja, da dieses Hinterherfahren, wenn vorne ein Guide fährt, der in meinen Spiegel guckt, wie schnell sind die und verliere ich die alle, das ist nicht dasselbe, wie wenn du in Eigenverantwortung deine Kiste nimmst und ballerst rum und wenn es halt mal daneben geht, Gott, dann ist halt auch mal. Ja, ist so, ja. Aber das ist so das größte Publikum, was wir ansprechen wollen. Also. Dschungel. Genau. Zieh du mal. Also auf jeden Fall, man sieht schon nur beim Draufgucken, wie hochwertig es ist. Ne? Ja, es ist so ein bisschen halt wie richtiger Motorsport. Ja. Also wir die Idee oder die Funktion dahinter ist ganz klar. Die Luft, die unterm Auto sich hier sammelt, die pumpen wir ins Herz der Scheibe rein. Also ganz klar hier, wir nehmen hier einfach mal eine alte Scheibe, die wir haben. Die ist jetzt zwar nicht von dem Auto, aber schau her, wenn das hier so sitzt, im Idealfall sitzt es so drauf, die Scheibe ist etwas kleiner, dann siehst du schon, dass wir quasi in den Topf die Luft blasen und über die Rotation, da entsteht ja eine Saugwirkung, wird die kalte oder kühle Luft in die Scheibe reingezogen und über die Scheibe rausgeworfen. So. Und somit kühlst du die Scheibe von innen, beide Scheibenhälften gleichermaßen und nicht nur einfach kühle Luft auf die Innenscheibe blasen. Natürlich funktioniert das auch und natürlich tut das auch was, aber wenn ich es anders hinbekomme, warum soll ich es denn dann nicht tun? Ja? Das ist unser Carbon-Unterboden für das Fahrzeug. Der sieht dann so aus, weil wir dann das ist ja ein elektrisch rausfahrbarer Unterboden. Und der wiegt 9 Kilo mehr als das. Wenn du auf schlechten Landstraßen fährst und bremst, gerade mit dem Serienfahrwerk, gab es schon einige, die aufsetzen und dann ist das Ding kaputt, 5.500 Euro.
Elektrisch, wie elektrischer Unterboden? Was ja, genau? Das heißt ähnlich wie beim Porsche Turbo, der fährt hier raus und dann steht das so. Also der kippt nach vorne runter. Und dann gehen eigentlich die Jalousien auf. Aber ein GT4-Rennauto hat das ja auch nicht. Das heißt, das macht man für Kühlwirkung? Oder das macht man einmal zur Kühlung und einmal, damit du hier die Luft unterm Auto beschleunigst. Du machst hier quasi wie so eine Welle. Ja, ja. Das ist ja bei ihm nichts anderes. Und aerodynamisch sicherlich ist das von Vorteil. Aber ich glaube, dass das unnötiger Gimmick ist, weil ein GT4-Rennauto hat es nicht. Mhm. Und wenn es doch so cool ist, warum bauen sie es dann nicht ins Rennauto? Dann sagen sie, wegen Reglement. Mhm. Ja. Genau. So, und wir haben die Gitter entfernt, weil wir von Anfang an sagen, wir brauchen Luft da rein, fertig, Kühlung und Schluss. Nächster Punkt ist, ihr werdet wahrscheinlich auch hier wieder alles mit Uniball volles Programm. Natürlich. Auch komplett wieder. Das, was jetzt der Black Series ab Werk hat, der hat jetzt alles in Uniballs. Ah, krass, okay. Haben wir vor 3 Jahren schon alles so gemacht. Mhm. So, und der Pro hat hinten alles in Uniballs, vorne nicht. Mhm. Das heißt, wir haben Uniball, oder sagen wir so, der GTR hat hinten unten Uniballs. Mhm. Hinten oben nicht, haben wir gemacht im Kit. Der Pro hat unten und oben, vorne nicht und der Blackie hat alles. Mhm. Also, ich will jetzt nicht sagen, nein, AMG hat uns nicht nachgebaut, sondern man geht normalen Mustern nach, die man kennt und die man weiß, und das ist halt so, das haben wir nicht erfunden, sondern es ist halt einfach so. Ja? Also nicht, dass es irgendwie verkehrt rüberkommt, aber haben wir halt gemacht. Und genau das gleiche mit der Haube. Das heißt, wir reden jetzt von Bremsenkühlung, ja. Splitter, Unterfahrschutz, Unterboden, Luftsammler. Mhm. Luftsammler insofern, weil auch die, wir wissen aus Erfahrung von der C6, einfach, wenn du mehr Luft durchdrückst durch die Kühler, tut es auf jeden Fall mal nicht schlecht. Ja, ja. Das schadet nicht. Und solche Gurneys, wie entscheidend sind die? Die Canards. Aus meiner Sicht sind die für einen Abtrieb vielleicht eher weniger zuträglich, ein bisschen was. Aber meistens sorgen sie dafür, dass diese Luft eben hier ums Rad gezogen wird. Mhm. Und du hier hier entsteht ein Unterdruck, sodass die heiße Luft besser aus dem Rad raus kann. Mhm. Das ist meiner Meinung nach so die Hauptaufgabe. Wenn dir so einer auf der Rennstrecke mal abfliegst, merkst du das? Nein, das würdest du erstmal nicht merken. Ich sage mal nicht, nein. Die Bremsbelüftung hinten sieht fast sogar noch krasser aus, weil das ist ja schon richtig, das sieht ja so richtig rennsportmäßig, kanalmäßig schon aus. Ne? Richtig, wir spielen hier rum, also es ist unser Entwicklungsträger, deswegen auch hier aus dem Baumarkt so billige Lippen, da nehmen wir doppelseitiges Klebeband und versuchen da mal und eruieren und messen. Wir haben jetzt neue Sensoren, wir werden das an alle 4 Räder machen, also Reifentemperatur. Außen gemessen, damit wir sehen können, geht über 16 Linien. Damit können wir sehen, wie funktioniert unser Fahrwerk und was ist gut mit Luftdruck. Mhm. Ja, also das wird im Video mit eingeblendet, das kannst du dir in aller Ruhe dann daheim angucken. Auswerten. Und das gleiche gilt für die Bremsenkühlung, zumal wir hier auch ein bisschen herausfinden wollen, wie viel Einfluss hat die TC auf diese Bremseingriffe. Mhm. Mhm. Weil wir merken schon, dass die Jungs, die viel bei Mercedes fahren wir selten off, einfach weil diese 9-stufige TC richtig geil ist. Also du fährst so ein Lämpchen, vielleicht 2 und kommst damit gut zurecht. Du kannst, das Auto hat viel Bewegung, wenn du das willst. Also du musst nicht rumspinnen und hast aber diesen psychologischen Anker. Und auch das ist bei Mercedes wirklich top. Mhm. Ja, da muss ich jetzt nicht einen Helden spielen und sagen, ich mache jetzt alles off. Manche Situationen machen wir das, ist auch kein Problem. Aber wir stellen fest, Leute, die es drauf haben oder die es können, die fahren wirklich mit wenig und haben auch einen viel niedrigeren Bremsenverschleiß. Die regelt allerdings nur, wenn du auf dem Gas stehst. Die regelt, ist eine Traktionskontrolle, die regelt dich, wenn du auf dem Gas bist. Genau, also wenn du da krasse Fehler machst, dann bist du halt trotzdem wieder im Eimer. Ja. Das hilft nichts. So, hier beim Rebell haben wir, das zum Beispiel ist der Unterboden vom Pro. Mhm. Der ist drin, auch der vordere Stabi ist vom Pro drin. Um nochmal, die Front ist nicht vom Pro und das Dach. Und das Geile ist, wir haben hier ich sage jetzt einfach mal ein Blow-Off-Ventil. Bist du in Hockenheim schon mal gefahren? Nee. Wenn du zum Beispiel am Bilster Berg aus der Mausefalle hochkommst, da bist du gefahren und dann kommt ja die Schikane. Mhm. Und in der Schikane sind ja so hohe Würste. Mhm. Und wenn du das nicht gut triffst, dann fährst du ja ziemlich so und dann hebelst das Auto aus. Dieses Ventil erkennt beim Auffahren auf deine Wurst, ob du da drauf fährst, und macht...
Und dadurch wird dein Rad entlastet und du rollst dann wie mit so einem Kettenfahrzeug da drüber. Und die rechte Seite, also die stabile, bleibt dann steif und trägt dich. Und die, wie erkennt, also wie kommt die Luft dann wieder rein? Nein, das macht einmal pff und dann ist wieder gut. Also der lässt nur durch den Druck einmal ab und dann ist der wieder da. Und in Hockenheim zum Beispiel ist die erste Rechtskurve, wenn du da Porsche Cup schaust, die fahren ja alle da drüber. Und dann stehen die Autos alle so mit zwei Beinen in der Luft. Ja. Es sieht cool aus, aber wenn du da drüber fährst, das Auto würde nicht hüpfen, sondern blub, dann wärst du dort wahrscheinlich schneller. Wie wichtig ist bei so einem Auto die generelle Achsvermessung? Also angenommen, das Auto ist komplett falsch eingestellt, ist dann sofort 2, 3, 4 Sekunden lang genommen. Das kannst du auch nicht in Zeit messen. Das ist einfach ein Kackgefühl. Hm. Wenn wir haben zum Beispiel an der Vorderachse hat dieses Auto extrem viel Bumps hier. Weißt du, was das ist? Hm. Gut. Das heißt also, jetzt hängt das Auto und die Spur ist komplett zu. Und wenn wir jetzt die Federn rausnehmen würden, du lässt es ab, dann geht die Spur tatsächlich so weit auf. So krass ist dieser Bewegungsablauf. Mhm. Warum Mercedes das macht, keine Ahnung, vielleicht damit der Kunde lieber ein bisschen untersteuern hat oder ich weiß es nicht genau. Wir machen das auf Null, also so wie wir es einstellen. Dafür ist es aber brutal direkt. Mhm. Trotzdem kannst du damit fahren, weil du bist ja gefahren damit. Ja. So. Es ist halt einfach präzise und ja, am Schwedenkreuz einlenken und dann irgendwie Lupfen und Dummheit machen, ist natürlich blöd. Aber wenn du das kannst und wenn du das ein bisschen übst oder wenn du generell in diesem Thema tief drin bist, dann wird das dem ambitionierten Sportfahrer und auch dem Profi immer besser gefallen, weil das einfach, da ist es und da ist direkt und das ist deine Arbeit. Und das sind alle Sachen, die lassen sich am Berg auch einstellen oder nur mit euren speziellen Sachen? Na, also für den Bumpsteer brauchst du ein Bumpsteer-Kit. Da haben wir spezielle, ich weiß gar nicht, wie man das jetzt nennt, aus dem Kopf. Pass auf, es sind im Grunde genommen die Endstangen von den Spurstangen hier. Mhm. Ich zeige dir das gleich drüben. Und da sind Pfannen drin und da ist eigentlich im Grunde genommen konischer Bolzen drin. Ich weiß aber den Fachbegriff echt jetzt nicht aus dem Kopf. Und der ist Uniball gelagert, also auch da wieder, wir kaufen Kaufteil und den Rest machen wir. Und dann hast du dieses Bumpsteer-Thema komplett eliminiert. Mhm. Warte mal, ich hole mal so ein Bumpsteer-Kit. Im Grunde genommen geht es darum, die Spurstange hat eine gewisse Position, ja, in Null. Und wenn die jetzt über einen Ein- oder Ausfederweg, wird die ja dementsprechend zu kurz oder zu lang. So, wenn sie jetzt zu kurz wird, Beispiel, zieht sie die Spur zusammen und das nennt man einfach dann Bumpsteer. Das kannst du dann, wenn du solche Teile dir fertigst, kannst du das über diese Unterlegscheiben quasi in der Höhe justieren. Mhm. Und man kann Bumpsteer messen und wenn man das ausmisst, dann gibt es meistens eine Stufe, wo man im Idealfall gar keinen mehr hat, geht aber fast nicht. Aber dann sucht man sich eben ein Ende aus, wo es am wenigsten wehtut oder zum Beispiel beim Eintauchen, dass es dann leicht aufgeht, beim Bremsen, dann ist es okay. Zum Beispiel, es kann auch durchaus anders sein, also da gibt es auch noch viele Dinge dazwischen und das verwenden wir dann. Ich will jetzt hier auch gar nicht so schlau tun, als wenn ich bin nicht bei meiner Mama ganz schlau aus dem Hintern gefallen, sondern das habe ich gelernt über die Jahre von Profis. Ja. Genau. An der Stelle muss ich oder ganz klar sagen, einmal der Motorsportchef von Bildschein, der Martin Flick, wenn ich Fragen habe, da kriege ich viel Input und da ist ein freundschaftliches Verhältnis herangewachsen. Wenn ich Sachen nicht weiß, kriege ich sie dort erklärt und auch geholfen. Das gleiche gilt der Herbert Schürk von Callaway Competition, also das Rennteam aus Leingarten. Wir haben ein sehr gutes Verhältnis zu denen und auch dort über die Jahre, obwohl wir theoretisch Konkurrenz wären, die machen Rennsport, wir machen Tuning, aber wir verstehen uns sehr gut und auch dort habe ich vielerlei Fragen, gerade in Bezug fahrwerkstechnisch, über die Korvetten lernen dürfen und da hat man mir geholfen. Also auch mal ganz klar an der Stelle, ich bin hier nicht irgendwie der kleine Einstein, der alles von alleine weiß, sondern wenn ich nicht weiß, frage ich, habe aber dann die passenden Anlaufstellen, wo ich fragen kann und dann kriegst du auch richtig gute Antworten und kannst viel lernen. Also bei unseren Korvetten, beim Kühlsystem war es ganz krass. Da haben alle erst geblökt, der Jugo ist ein Arsch, unsere Verkäufe brechen ein, können wir nicht irgendeinen bezahlen, der den über den Haufen fährt und oder so ein Kram. Und später dann aber, der hat ein Kühlsystem, jener hat ein Kühlsystem. Ja. Zum Glück sah das alles dann nicht so schön aus unserer Sicht. Und vielleicht war es auch von der Funktion nur ähnlich. Und nicht so gut. Ja, sagen wir mal, weiß ich jetzt nicht so, aber schwierig, ja. Ich bin immer noch begeistert, dass das in Alu geht. Ja. Spurstandmäßig. Ja. Können wir mal einen Blick ins euer kleines Lager? So ja, aber natürlich. So gerne. Klar. Wird auf jeden Fall schon wieder ein längeres Video hier. Definitiv. Aber ich habe ja gesagt, Thomas ist ein Typ,
erstmal loslegt. Also ich bin immer wieder fassungslos. Thomas, was der an Geschichten raushaut. Aber jetzt nach 120 Minuten muss ich wirklich sagen, mir brennt echt die Birne, weil es war wirklich viel Input. Deswegen würde ich sagen, an dieser Stelle teilen wir das Video auf. Ihr könnt euch auf den zweiten Teil freuen und dafür kriegt ihr ein kleines Körnchen. Ja? Okay. Ich? Ja, doch, doch, doch. Das habe ich gedacht. Kriegen wir hin. Du hast so viel gefilmt. Ich dachte, das muss irgendeinen Grund haben. Oder war für TikTok? Für privat? Privat? Ich weiß nicht. Na, kriegen wir hin. Freut euch auf den zweiten Teil. Ihr kriegt einen Spatenferkel und wenn ihr lieb seid, dann lade ich noch ein paar bosnische Mädels ein, die unterhalten euch dann. Nein, ich mach Spaß, ich lade natürlich nicht. Alter, was gibt das ein Theater, wenn der See schneit, das lieber wieder raus, wir kriegen Ärger damit. Echt?